Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megami Tensei 5. Wir sind knapp vor Vollmond. Das heißt, gleich rastet unsere alte Freundin aus. Zumindest laut dem kleinen Drachen hier. Vollmond. So, jetzt soll sie angeblich ausrasten. Keine Sorge, wir helfen dir. Be careful. Amano-Zako's on the verge of going berserk. I can't hold it back. You. Okay. Jetzt ist die Frage, wie stark ist die eigentlich? Okay, nicht so stark. Himmelskonter? Beziehungsweise Chance auf einen Dunkelheitskonter nach einem erlittenen Stärkeangriff. Senkt 3 Runden lang Angriff um eine Stufe. Und sie kann bei allem Verwirrung auslösen. Okay, so heftig wirkt sie aber nicht. Oh, warte. Alter, hat die viele Resistenzen. Also wenn ich von ihr die Essenz haben kann, die nehme ich gerne. Die ist ja ultra gut. Okay, Feuer und Eis brauche ich. Das heißt, ich kann beide austauschen. Du hast... Ich nehme einmal die Chimäre. Du was Blitz, ne? Ja, ich brauche einen Eisdude. King! Oder nehmen wir ihn? Ne, wir nehmen King Frost. Your turn. Go! Hätte nicht gedacht, dass die mal ausrastet. Zur Schale der Hygia. Ne, ich habe ein Problem. Ich selber bin auch nicht stark gegen die. Ja, den Schirm. So, zieh mal die Angriffe auf dich. Also sie hat einen Engel hingerichtet. Um Gottes Willen hat die viel Leben. Ach, die kann ja auch durchgehend kontern, ne? So, Königsbufula. Das kann ich nämlich sehr gut gebrauchen. Goldener Apfel. Für den Boost. Habe ich denn nichts, womit ich der anständig schaden könnte? Ja, bei diesen Drachenschlägen, da kriege ich auf jeden Fall selber einen ab. Ich kann ihre Trefferrate senken. So, du machst wieder Schade der Hygia. Die heilt sich an mir hoch. So, meine alte Freundin, ich muss hier leider eine verpassen. Wenn ich deine Essenz bekomme, ich verleibe sie mir ein. Das wäre die ultimative Essenz. Ha! Ich bin gegen sowas gewappnet. Ja, die Trefferrate zu senken, das hat sich mega gelohnt. Ich mach mal bei ihr die MP wieder Herstellung. Die ist halt keine Gefahr. So, gegen Dunkler bin ich halt gewappnet. Besiegt! Ich hoffe, wir haben sie damit nicht umgebracht.
Weil die war eigentlich eine nette. My power. It's... Update. We have obtained a concentration of Amanazako's power. We can use it. Okay, ich habe ihre Essenz bekommen. Jawollo. Where is this? Oh, I remember. I couldn't control my power and started losing it, right? And you swooped in and saved. Gern geschehen, aber den Engel, den du umgebracht hast, kann ich nicht mehr retten. Oh. And then you took my power, huh? I'm so tired. Dämon aus der Rand und Band abgeschlossen. Beziehungsweise abschließbar, ich weiß ja wo. So, jetzt gucke ich mir ihre Essenz an. Eine Level 76er Essenz. Der Himmelskonter wäre eigentlich auch ganz nice. Allmacht Pleroma. Alter, die hat so geile Fähigkeiten. Also wenn ich die ins Team holen kann, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber für mich selber würde ich halt gerne eher die Booster, also die Werte holen. Weil das ist so viel an Abwehr, was ich da kriege. Das ist für mich mehr wert als die Skills, weil die Skills kann ich so noch bekommen. So, Resistenzen. Ich hätte dann nämlich gegen 4 Elemente eine Resistenz und gegen 1 sogar reflektierend. Eis und Feuer kommt selten vor. Das ist richtig nice. Das gönne ich mir. Hallihallö. Warte mal, Dämon aus der Rand und Band war das. Wo muss ich das abgeben? So. Gern geschehen. Vier kleine Glorienkristalle. Danke sehr. So, die andere Nebenquest hier oben. Sollen wir die auch eben kurz machen? Ja, komm, dann wird das heute eine Nebenquest-Folge. Übrigens toll, wie ich letztens diese eine Nebenquest noch unbedingt haben wollte und sie längst hatte, ne? Ich hatte das nämlich verwechselt. So, hier kommt der Gott zu uns runter. Vortreten. Was denn sonst? Yes. Du siehst nicht so aus, wie du dich anhörst. Ein Lichtsutra. Ich muss nicht gegen dich kämpfen. Okay. Okay, es sucht halt wirklich den Kampf. Du bist wahrscheinlich gegen Finsternis schwach. Die beiden hinter dir werden auf jeden Fall easy. Ja, du wirst auch nicht besonders viel schwerer. Oh, es mag Eis nicht. Ja, was die Gewalt nicht mögen, kann ich an meinen eigenen testen. Ja, Wind und Schatten. Also nehme ich ihn. Let's go. So, King Frost. Machen wir bei allen die Trefferrate geringer.
Nehmen wir die Schale der Hygie, um uns zu boosten. Und dann schände ich erstmal einen davon. Schade, hätte ja sein können. Okay, sie steigern die Angriffskraft von der und machen meine auch noch geringer. So, ein bisschen Schaden. Ich nehme mal den Lichtschaden. Ich vergaß, ich brauche Schatten. Mein Hirn hat einen Moment zu spät eingesetzt. Aber ich habe ja noch den goldenen Apfel. Und der kann mal was zur Abwechslung, der Boss. Normalerweise sind die irre schwach. Ja, das hat dir viel gebracht. So, ich werde erstmal dich los. Einer weniger. Einer weniger, der mir auf den Keks gehen kann. So, jetzt mache ich den fertig. Du verteidigst. Brauche ich nur jemand mit Eis. Problem ist, ich habe jetzt gerade genau das als Schwäche, was er als Stärke hat. So, ich brauche einen Eis-Dude. Hier hätte ich den Eisteranschlag zur Verfügung. Sonst noch mehr im Angebot? Ja, Lamu. So, ich mach bei dir mal erstmal Gift. So, dann heile ich alle. Und der greift dann nicht im Allgemeinen mich mit stärkebasierten Angriffen an. So, falls er mich anvisiert. Die macht halt viel zu viel Schaden. Abwehr sinkt immer weiter. Er sammelt Magatsuri. Ich dachte die ganze Zeit, das Weiße wären Haare. Ich habe durchbohrende Glorie. Jetzt wird der Schaden rausgedrückt. Die durchbohrende Glorie, die ist einfach so übertrieben stark. Tja, dich habe ich vernichtet. Genau dich. Du warst ein ordentlicher Gegner. Jetzt kann ich ihn mir erquaften. Jetzt ist die Frage, ob der gut ist. Von diesen Quaftdingern, die Ishtar, die will ich mir auf jeden Fall holen. Und diesen riesigen Flammenschwertdämon. Wir wissen, was wir haben wollen.
Es wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir es kriegen. Wir machen beim nächsten Mal dann jetzt wirklich beim Schloss weiter. Ich hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!